Hey Leute, ich bin's Conny und in dem Video zeige ich euch, wie ihr dieses automatisierte Tower of Hell Map Generierungssystem baut. Ihr seht, es ist sehr basic, aber es ist auch sehr einfach. Also dann mal los. So, und zuallererst brauchen wir natürlich ein paar Tower of Hell Stages. Ich werde euch jetzt grob zeigen, wie ihr sowas machen könnt. Und zwar, ihr geht hier oben auf Model, dann bei Part auf diesen Pfeil hier unten und fügt dann einen Zylinder hinzu. Bei dem Zylinder drücken wir einmal STRG R und STRG T, damit der aufrecht steht. Drücken dann STRG 3 für die Skalierungstools. Und ich habe hier oben Move angestellt und mit 1 Start, damit ich jetzt hier gleichmäßig bauen kann. Ich mache es einmal hier so rein. Ihr seht, wenn ich ihn in die Richtung größer ziehe, passiert nichts, weil der Zylinder ist immer so groß wie die kleinste Fläche. Wenn ich ihn hier rüber ziehe, dann kriegt er auch langsam seine Größe, die er haben soll. Und das ist jetzt eine Mini-Tower of Hell Stage. Um die von Mini zu groß zu bekommen, machen wir einfach mal so. Das reicht jetzt. Jetzt drücke ich einmal noch STRG D, dann hat sich das Ganze dupliziert. Ich halte Shift gedrückt und mache das ganze Ding etwas kleiner und ziehe ihn dann wieder ein bisschen größer. Und ich ziehe ihn auch hier unten einmal raus. Nun klicke ich hier oben bei Model auf Negate, wähle dann einmal den Negative Part und den Zylinder von vorn aus, drücke dann hier oben auf Union und wir haben unsere Tower of Hell Wand. Nun müssen wir noch die Stages bauen. Ich schiebe das Ding mal hier rüber, benenne die Wand auch oben in Wand und drücke hier oben dann nochmal auf Part und inserte einen ganz normalen Part. Und das hier wird dann unser Anfang-Checkpoint. Den packe ich einfach mal hier hin, benenne ihn um in Anfang. Und dann brauchen wir noch einen Endepunkt. Und dafür dupliziere ich den Anfangspunkt, ziehe ihn hier rüber und ziehe ihn hier hoch. Und damit das auch Sinn macht am Ende, ziehe ich ihn hier 1 statt höher. So, und das Ding nenne ich dann einfach Ende. So, Basic Aufbau ist geschafft. Wir nehmen jetzt all diese drei Parts, die wir haben, drücken STRG G. Dann sind sie zusammen. Dann nennen wir das Ganze einfach mal Stage Template. Und damit das Template auch direkt genutzt werden kann, gehen wir hier in das Template noch einmal rein. Und drücken dann hier bei Primary Part drauf und klicken dann auf Anfang. Weil jetzt ist Anfang Primary Part von der Stage. Das hilft uns später beim Scripten enorm. Nun, wo wir das Stage-Template haben, können wir davon immer wieder eine Kopie machen, das einfach rüberziehen und dann hier drin die Stage bauen. Zum Beispiel, wir kopieren uns jetzt einfach hier, sagen wir mal, das Ende, ziehen den runter. Wir nennen das diesmal natürlich auch nicht Ende, sondern einfach nur Part oder so. Machen davon ein paar mehr Sprünge hier. Übrigens, nicht vergessen, dass die auch geankert sein müssen. Habe ich vorhin nicht gesagt, aber natürlich müssen alle Parts immer geankert sein. So, und diese Stage können wir jetzt einfach Stage 1 nennen und ich mache davon einfach mal eine Kopie und nenne die zweite dann einfach Stage 2 und ziehe die Parts hier einfach so rüber und dann haben wir eine andere Stage. Wenn ihr dann fertig seid mit all euren Stages, ihr müsst natürlich sehr viele Stages bauen, weil das ist die Hauptaufgabe bei so einem Ding. Nehmen wir jetzt diese Stages, ziehen die dann rein in den Server Storage und am besten wir erstellen in dem Server Storage noch einen Folder und den nennen wir dann einfach Stages und da kommen die Stages dann auch wirklich rein. Und nun kommt der Scripting-Part. Wir gehen in den Server-Script-Service, fügen ein Script hinzu, nennen das Script dann einfach Obby-Generierung, sagen dann einfach mal Local Server Storage ist gleich Game:GetService Server Storage. Dann sagen wir Local Stages sind gleich Server Storage Doppelpunkt Find First Child Stages. Oder falls das Spiel länger braucht zum Laden, weil da mehr drin ist, dann macht ihr einfach mal Wait for Child Stages. Und dann schreiben wir eine Funktion, um die Obby zu generieren. Function, schreibt mal Obby erzeugen. Und wir brauchen natürlich ein paar Parameter, wie wir die Obby erzeugen. Zum Beispiel Local Anzahl der Stages bräuchten wir. Sagen wir mal, wir machen einfach mal 4 Stages. Wir könnten jetzt auch Farben und sonst was einstellen, aber das ist egal. Wir sagen jetzt sowas wie for Anzahl ist gleich 1, Anzahl der Stages do. Und jetzt sagen wir Local Stage ist gleich Stages in eckigen Klammern math.random 1, Hashtag Stages Doppelpunkt getChildren. Da habe ich gerade gemerkt, Augenblick. Wir schreiben hier oben bei Stages Doppelpunkt getChildren. So haben wir es dann einfacher, weil jetzt sind die Sachen schon mal im richtigen Format. Dann schreiben wir am Ende noch Doppelpunkt clone. Dann haben wir eine neue Stage erschaffen. Wir können die Stage zum Beispiel jetzt umbenennen in Stage Nummer 1 und bei Anzahl 2 wäre es dann Stage Nummer 2 und so weiter. Dann müssen wir die Position festlegen. Und dafür sagen wir Stage Doppelpunkt Pivot to. Jetzt kommt was Lustiges. If Anzahl ist gleich 1, then CFrame.new. Und dann sagen wir einfach mal 0,0,0. Müssen wir vielleicht anders machen. Vielleicht können wir auch später uns ein Part dafür ausdenken. Wir machen es jetzt erstmal so. Else. Und für den Wert brauchen wir jetzt die Position des Endparts der vorherigen Stage. Und dafür legen wir uns jetzt eine Variable fest. Die nennen wir local prefstage ist gleich nil. Dann sagen wir prefstage Doppelpunkt
Find First Child und dann in Anführungsstrichen Ende. Weil wir haben in unseren Stages, ihr erinnert euch, haben wir immer ein Part, das heißt Ende. Und genau da, wo dieses Endpart ist, soll ja unser Anfangspart der nächsten Stage sein, welches wir extra als Primary Part festgelegt wird, sodass Pivot 2 sich auch an diesem Part ausrichtet. Und dann sagen wir Punkt C-Frame. Also als nächstes müssen wir noch sagen, Stage.Parent ist gleich Game.Workspace und wir sagen PriefStage ist gleich Stage. So, damit haben wir den Basic-Aufbau jetzt schon mal geschafft. Grundsätzlich sollte das so funktionieren, es sei denn, ich habe einen Fehler eingebaut, das testen wir auch gleich. Hier müssen wir natürlich, für einen guten Code müssten wir natürlich jetzt auch richtig, richtig viele Sachen anpassen. Zum Beispiel das hier können wir immer wieder zurückrücken. Wir können Farben anpassen, können dieses Ende-Ding woanders festlegen und müssten das eigentlich auch löschen, weil sonst liegen die Parts direkt übereinander und fangen an zu flackern, wenn sie unterschiedliche Farben haben. Ich gehe aber einfach mal rein. Wir warten jetzt 10 Sekunden. Ich habe eben noch in den Script hinzugefügt, dass wir 10 Sekunden warten und dann wird die Obby erzeugt und es ist passiert, aber die Obby wird gar nicht so gedreht, wie sie gedreht werden soll. Hm. Aber grundsätzlich hat das schon mal funktioniert. Da, wo das Endpart ist, fängt das Startpart der vorherigen Obby an. Sie werden nun nicht mehr gedreht. Also kümmern wir uns jetzt auch noch um die Drehung. Und um das zu fixen, müssten wir eigentlich im Grundaufbau hier von etwas ändern. Das habe ich vergessen. Wir nehmen die letzte Stage und drücken zweimal Steuerung R. 1 und 2. Und jetzt ist es umgedreht. Wir testen es einfach nochmal aus. Wir wissen ja, 10 Sekunden warten, dann wird die Obby generiert. Und die Stages sind generiert, da wären wir. Ihr seht, es ist jeweils so um einen Start verschoben, weil ich es ein bisschen unpräzise gebaut habe. Hätten wir es mal richtig hingeschoben. Aber die Stages sind jetzt übereinander generiert. Es sind auch zufällige Stages. Jetzt waren es dreimal diese geraden und einmal diese krumm gekurvte Stage. Damit haben wir unser Tower of Hell Obby-Generierungssystem eigentlich fertig. Im Grundaufbau natürlich. Um es ordentlich zu machen, hätten wir, wie gesagt, das Endpart 1 statt weiter nach vorne schieben können. Und um das Script hier besser zu machen, könnten wir Sachen machen wie zum Beispiel Local Endpart ist gleich PriefStage Doppelpunkt FindFirstChild Ende. Jetzt ändern wir das hier einfach zu Ende.cframe oder Endpart.cframe und schreiben dann hier unten einmal Endpart Doppelpunkt Destroy, damit da keine doppelten Parts übereinander liegen und anfangen zu flackern. Und jetzt könnten wir zum Beispiel noch ein Script machen, welches jede Stage dann unterschiedlich einfärbt. Zum Beispiel, keine Ahnung, vor Unterstrich, Komma, Part in PriefStage, Doppelpunkt Get Descendants Do If Part Doppelpunkt is a base part, then part.color ist gleich Stagefarbe und die Stagefarbe, die legen wir vorher fest, damit sie gleichmäßig ist. Stagefarbe ist gleich color3.new. Nicht .new, sagen wir mal from RGB, ist ein bisschen einfacher und dann sagen wir math.random 100,255 und das machen wir dann dreimal. Local noch vor Stagefarbe schreiben, nicht vergessen, und ich mache hier einfach mal so einen kleinen Abstand. Ich packe endpart.destroy auch mal hier hin und wenn ihr das hier dann für ein richtiges Spiel verwenden wollt, dann schlage ich euch vor, dass ihr noch eine Funktion schreibt, die den Aufbau von jeder Stage erstmal prüft, ob da auch wirklich ein Endpart und ein Primary Part drin sind, weil sonst habt ihr irgendwann Fehler. Aber ich hoffe, ich konnte euch erstmal so zeigen, wie das alles funktioniert. Diese 10 Sekunden Wait sollte ich vielleicht rausnehmen, aber jetzt sind sie immer noch drin. Ich habe vergessen, sie rauszunehmen. Und ich habe einen Error. Attempt to index nil with find first child ist natürlich if brief stage, then Previous Stage find first child else nil. Habe ich nicht dran gedacht, weil die Previous Stage ist ja bei der ersten Stage nicht der Fall. Und dann kann ich auch gleich task.rate rausnehmen. Falls ihr das vorhin nicht mitbekommen habt, natürlich hier unten müsst ihr Obby erzeugen noch callen, damit die Obby auch wirklich erzeugt wird. Und da das Endpart ja jetzt auch theoretisch nil sein könnte, sagen wir jetzt noch if endpart, then endpart destroy end. Und damit sollte das Script dann jetzt auch funktionieren. Ich drücke hier oben jetzt auf play und wir haben noch einen Fehler. Descendants habe ich wahrscheinlich falsch geschrieben. Ja, ich habe es falsch geschrieben. So wird es natürlich richtig geschrieben. Und ich habe hier natürlich in Pairs vergessen zu sagen. So, und jetzt haben wir auch wirklich alles geschafft. Huch, ich bin oben drauf gelandet. Und die Stages sind gefärbt. Sie sind aber jetzt nicht so knallige Farben, wie ich es vielleicht gerne hätte. Das eine ist so ein bisschen blau. Das andere ist so ein bisschen grau. Das nächste ist so ein bisschen grün. Aber alles nicht so schöne Farben. Vielleicht sollten wir uns dann schöneres System einfallen lassen, um random Farben zu bekommen. Ich meine, so haben wir jetzt random Farben, aber sie sehen alle immer noch sehr grau aus. Und auch die Wände sind gar nicht beeinflusst worden. Das liegt dann daran, dass wir hier mit Unions gearbeitet haben. Und Unions sind die immer sehr, sehr bockig.
bei allen möglichen anderen Sachen sehr, sehr bockig. Wenn man sie einfarben oder die Texturen ändern möchte, die müsste man dann erstmal auseinandernehmen und so weiter. Aber wenn wir diese 100s jetzt zu einer 1 runterschrauben, dann haben wir auf jeden Fall komplett random Farben. Und die könnten dann, ja, die sehen dann schon mal ein bisschen bunter aus. Und ich würde dann auch sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!